Wir haben große Kultur- und Kunstschätze in dieser Republik und offensichtlich ist es doch ganz einfach, die zu stehlen. Es ist ein Verbrechen der Superlative. Größter Kunstdiebstahl der modernen Geschichte. Der größte Juwelenraub der letzten 100 Jahre. Dresden in der Nacht zum Montag kurz vor 5 Uhr. Zwei Täter brechen in das weltberühmte grüne Gewölbe ein, zertrümmern im Juwelenzimmer mit einer Axt eine Vitrine und erbeuten einmalige Kunstschätze. Als die Polizei wenige Minuten später eintrifft, sind die Diebe bereits entkommen. Die Fahndung bleibt erfolglos. Der Wert der Juwelen ist unschätzbar. Aber sind die Stücke überhaupt verkäuflich? Ja, sind die Stücke überhaupt verkäuflich, obwohl sie so wertvoll sind? Erstmal freue ich mich, dass wir über den Wert und über die Stücke reden werden mit der Kunsthistorikerin und Sachverständigen Dr. Heide Rezepa-Zabel. Herzlich willkommen hier im Studio. Und wir haben auch einen Kunstversicherungsexperten zugeschaltet aus Österreich, Nikolaus Barter. Guten Abend, Herr Barter. Guten Abend, Frau Milchberger. Hallo. Frau Rezepa-Zabel, erst einmal tatsächlich, man kennt Sie auch als jemand, der sich eben als Spezialgebiet Edelsteine, auch als Expertin im Fernsehen bei Bares für Rares immer wieder auch mit diesen Dingen beschäftigt. Sagen Sie uns doch, was ist uns da jetzt verloren gegangen durch diesen Diebstahl? Was ist das Besondere an diesem Schatz? An diesem Schatz speziell, also es geht hier vor allen Dingen um die Diamant-Rosen-Garnitur und auch um die Brillant-Garnitur. Und da zeigt sich die ganze barocke Prachtentfaltung des 18. Jahrhunderts, die der August der Starke in vollen Zügen ausgelebt hat. Also er hieß nicht nur August der Starke, sondern er war auch August der Schöne. So sagte man sich hinter vorgehaltener Hand, weil er es liebte, sich auszustatten in großen Zügen mit Garnituren, die da 200 Stücke beinhalten und anfingen vom Kopf mit Hutagraffen und dann weiter zu Epauletten, die darunter hingen von der Schulter und dann wiederum in Quasten endeten und riesengroße Diamanten aufnahmen. Und dann ging es weiter zu Hosenspangen und Schuhspangen und sämtliche Accessoires, Knöpfe natürlich, jede Menge Knöpfe, 200 Knöpfe allein für die Weste und für den Rock. Und jeder einzelne Knopf hat 3, 4, 5 Karat. So muss man sich das vorstellen, riesengroß. Also 3 von diesen Garnituren waren in dieser Vitrine ausgestellt. Wir haben diese Bilder, diese Wahnsinnigen gesehen, wie dann da was rausgegriffen wird. Ja. Es ist nicht alles gestohlen worden, aber ein gut Teil. Was würden Sie sagen, ist das Stück, was am meisten schmerzt? Am meisten schmerzt mit Sicherheit der sogenannte Dresdner Weiße. Der sogenannte Dresdner Weiße. Genau, der Dresdner Weiße. Das ist eine große Diamantrose, ja, ganz anders geschliffen als die Brillanten, die meisten ja kennen. Nicht im Vollschliff, in sogenannten, also nicht dem oktaedrischen Rohstein folgend, sondern tatsächlich breit aufgebaut, kuppelförmig nach oben hin geschliffen über kleine dreieckige Facetten. Wir sehen ihn jetzt auch gerade im Bild. Also wenn Sie das sehen, das ist jetzt diese Epaulette. Das ist wahrscheinlich eine der Epauletten, die Sie gerade beschrieben haben. Und oben sitzt dieser Diamant. Und oben sitzt genau dieser Dresdner Weiße. Das hatte eben August der Starke hier von der Schulter hängen. So ist es aufgeteilt. Ne? Er hatte es von der Schulter hängen, ne, und schloss damit wahrscheinlich einen Mantel. Aber in der Regel muss man sich das wirklich als Schulterkappe vorstellen. In diesem Fall hängt sie nach vorne. Und oben ist es halt der große Knopf, der ehemals auch den Dresdner Grünen begleitete. Das ist der grüne Diamant, der bei New York ist. Deswegen haben die den nicht gestohlen. Ja, zum Glück. Da können wir sehr froh sein. Aber wenn man jetzt dieses Stück sieht, was ist das wert? Was ist das wert? Das ist eine gute Frage und sehr schwierig zu beantworten. Weil der Wert an diesen Wert zu diesen Diamanten hängt im Wesentlichen an dem kulturellen Rahmen natürlich. Zunächst einmal, die Steine hängen an dem Schmuckstück, sicher, die sind damit verbunden. Dann natürlich der kulturelle Rahmen des Museums, des besonderen, international bekannten grünen Gewölbes. Also das Museum, was weltweit, glaube ich, am meisten bekannt ist. Und darüber hinaus an dem Weltkulturerbe Dresden. Es ist das barocke Dresden natürlich, es ist das Pracht Dresden, es ist das, wenn man so will, August der Starke war der sächsische Sonnenkönig. Also all das hängt daran. Und dieser kulturelle Rahmen geht zunächst verloren, sofern man das tatsächlich veräußern möchte. Es gibt bestimmt auch Leute, die das für sich im stillen Kämmerchen genießen. Es gibt es natürlich. Es ist nicht nur der visuelle Genuss vielleicht für viele, sondern möglicherweise auch das sich im Privaten anstecken. Möglicherweise lassen sich Sammler davon inspirieren, die sich
vielleicht als heimlicher Sonnenkönig in ihrem stillen Kämmerchen verkleiden und vielleicht einmal so einen privaten Auftritt genießen möchten. Es ist schwer, sich vorzustellen, tatsächlich. Sie haben jetzt gerade keine Zahl genannt. Ich habe jetzt in der Zeitung mal gelesen, also das, was gestohlen wird, könnte einen Wert haben von 1 Milliarde Euro. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist das, was gestohlen wurde, im Museum mehr wert, als wenn man es aus dem Museum rausnimmt. Stimmt das? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also der Wert, wenn ich das Stück jetzt habe und ich gehe jetzt damit und sage, ich verkaufe das, was kriege ich dann dafür? Tja, möglicherweise war das auch ein Auftragsdiebstahl und vielleicht wurde im Vorhinein schon etwas versprochen, was diesem Wert, diesem kulturellen Wert auch entspricht, kann sein. Vielleicht ist es aber auch so, dass die Stücke auseinandergerissen werden und die Steine für sich veräußert werden. Dann müsste man natürlich anders daran gehen, sofern man sie wiederum auf den freien Markt bringt, weil wenn man sie für sich lose anbietet und gar umschleift, könnte man sie nicht zurückverfolgen. Das ginge nicht. So also, ohne weiteres. Also Diamant ist Diamant. Natürlich gibt es noch Einschlussbilder, die vielleicht eventuell festgehalten wurden, um später eine Identifikation vorzunehmen. Aber das wird sehr schwierig werden. Das heißt also, das Stück, was wir da sehen, ist eigentlich unverkäuflich, weil jeder weiß. Man kennt das. Also jeder weiß, das ist Hehlerware. Das kann man gar nicht kaufen. Ein sehr spezieller Schliff. Und wenn man den verändern würde und gar vielleicht einen modernen Brillantschliff schleifen würde, dann hätte man einen großen Verlust. Wenn man die Diamantrosen selbst herunterschleift, dann muss man sich vorstellen, brauchen sie eine gewisse Höhe, um eben diesen Raum zu bieten, den innere Brillanz bei modernen Brillanten erzeugt. Und das hieße, man müsse vielleicht 60 bis sogar 90% des Steines herunterschleifen, um vielleicht so etwas zu machen. Das macht ja gar keinen Sinn, oder? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Okay. Das macht keinen Sinn. Dann sagen Sie mir doch mal, wer hat das gestohlen? Also einfach nur keine Ahnung. Aber wer stiehlt dann sowas? Und wofür? Ja, das ist verrückt. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Natürlich sind da große Werte drin, keine Frage. Angenommen, bei diesem Stein jetzt, bei diesem Dresdner Weißen, haben wir 50 Karat. Nimmt man ihn aus seinem Zusammenhang, aus seiner besonderen Geschichte, aus seinem besonderen Zusammenhang, vor allen Dingen zu dem grünen Diamanten und eben zu dem Orden, der auch noch den Rahmen bildete ursprünglich, und überhaupt der Zeit, dass August den Starken den ehemals 1728 erworben hat, dann müsste man ihn runterrechnen, vielleicht auf so eine Gesamtkarat, dann müsste man ihn runterrechnen auf eine Gesamtkaratzahl vielleicht von 10.000, 20.000, das mal 50, da haben Sie ungefähr den Wert. Okay, 20.000 mal 50. Vielleicht, um sich mal vorzustellen, was ehemals dafür bezahlt wurde für diesen Stein von August dem Starken, ist 200.000 Taler gewesen, entspricht ungefähr 2 Tonnen Gold. Das heißt, wir haben 2 solcher Quader. Okay, so jetzt komme ich langsam zu einer Vorstellung. Genau. Und heutzutage liegen wir dann natürlich vielleicht bei diesem Stein bei, vielleicht roundabout in dieser Größenordnung, ist ja natürlich auch sehr, sehr selten. Schätzungsweise, ich wage mich mal vor, 400.000, 500.000. Es ist heute niemand im Publikum, der sagt, ich kaufe es. Herr Bartha, ich muss mal zu Herrn Bartha gehen, weil Sie einfach der Kunstversicherungsexperte sind. Die Frage, wer stiehlt sowas und wofür? Ist das eine Frage, die man so annähernd beantworten kann? Also geht da jemand rein und weiß, ich will genau diese Stücke? Hat da jemand einen Auftrag gegeben und sagt, klau bitte das genau für mich? Oder sind das Diebe, die einfach sagen, okay, das Museum ist weniger geschützt als vielleicht ein Juwelier? Ich nehme, was ich kriegen kann. Also das dahinter steht, das wäre schön, wenn wir das wüssten. Ich glaube, wir haben jetzt ein Netzwerkproblem. Hören Sie mich? Ja, wir hören Sie noch nicht so richtig gut, aber es wird vielleicht. Wunderbar. Ja, also ich weiß natürlich nicht, wer dahinter steckt, aber grundsätzlich, soweit ich glaube, werden diese Sachen von hinten sozusagen aufgezäumt. Das heißt, irgendwer wird diese Täter, weil das sind ja nicht Leute, die selber wissen, wie diese Kulturschätze zu bewerten sind, wie diese Kulturschätze verkauft werden. Ich glaube, das sind einfach nur Täter, die werden beauftragt. Und wir haben ja ähnliche Diebstähle in der Vergangenheit, doch mehrere, zum Beispiel in der Schirnhalle vor 94, glaube ich, wo 2 Turner-Bilder gestohlen wurden, die dann allerdings 2002 wieder aufgetaucht sind, über einen Anwalt verhandelt wurden und hier eigentlich, sagen wir es einmal ganz brutal, Lösegeld gezahlt wurde und die Bilder sind wieder zurückgekommen und sind halt wieder in der Sammlung im
in Tate, im Tate-Museum, und es hat der damalige Direktor des Tate-Museums sehr großartig verhandelt mit einem Rechtsanwalt in Deutschland eben. Das und heißt, so sind die Bilder gekommen. Das heißt, Sie glauben, auch hier ist es eventuell das, ich glaube, es gibt einen Begriff dafür, der heißt Artnapping, also nicht Kidnapping, genau, sondern Artnapping. Das heißt, man stiehlt es und dann erpresst man in diesem Fall dann das Museum oder den deutschen Staat? Der deutsche Staat wird sich nicht erpressen lassen, sage ich einmal so. Ach so. Salopp. Dann das Museum. Aber vielleicht wird man mit dem Museum erpressen, ist vielleicht auch das nicht richtig, politisch nicht richtige Wort, Verhandlungen aufnehmen. Und vielleicht findet man eine gute Lösung. Sagen wir es einmal so. Vorsicht. Sehr vorsichtig. Sie haben gerade gesagt, es kommt häufiger vor, dass Kunstraub tatsächlich etwas hat. Ist es eine größere Dimension geworden? Also passiert das häufiger, dass eben so. Ja, ja. Also Kunst. Ja. Kunstraub ist nach Drogenhandel und Menschenhandel an dritter Stelle weltweit. Es passieren im Bereich Deutschland, Schweiz, Österreich circa im Jahr 2.000 bis 2.500 Diebstähle. Das ist sehr viel, wenn man das auf den Tag runterbricht, sind das pro Tag, kann jetzt nicht den Kopf so gut rechnen, sind aber pro Tag 2 bis 3, glaube ich, wow, wenn ich das richtig dividiert habe. Aber es gibt ja sehr viele weiche Ziele neben Museen. Museen ist ja, man sagt, ein Museum ist ja ein weiches Ziel. Museen wollen ja Menschen anlocken. Museen möchten ja, dass viele Besucher kommen, auch Kinder kommen. Also, dass man dort martialische Schutzmaßnahmen trifft, ist ja fast gar nicht möglich. Das würde uns ja alle abschrecken, hinzugehen. Wir wollen ja in ein Museum kommen, in ein Museum gehen, uns dort wohlfühlen. Ja, aber jetzt muss ich aber einhaken. Lieber Herr Bartha, da muss ich einhaken. Aber dass ein Museum am Ende dann nicht, also jeder Geldtransporter, der ein paar tausend Euro transportiert, ist offensichtlich besser geschützt als dieses grüne Gewölbe. Wenn man diese Videobilder sieht, da gehen die, also die zerschneiden draußen ein bisschen Eisen, dann gehen die rein und hauen mit der Axt in diese Vitrine. Es dauert ein paar Minuten und sie sind wieder weg. Wie kann das sein? Naja, ich glaube schon, dass das Museum sehr gut geschützt ist und nach doch relativ neuesten Sicherheitsmethoden, ich kenne es jetzt nicht so genau, ich kenne jetzt die Alarmanlage des Museums nicht, aber der Alarm wurde ja auch relativ rasch ausgelöst, die Polizei war relativ rasch da. Mhm. Es ist einfach so, dass die kriminelle Energie immer einen Schritt voraus ist. Also wir können ja kein Fort Knox aus einem Museum bauen, wie gesagt. Menschen wollen hingehen, Menschen wollen es besuchen. Es war gut gesichert mit Sicherheit. Ich glaube auch, dass die Schirnhalle gut gesichert war. Ich glaube auch, dass das Kunsthistorische Museum in Wien gut gesichert war, wie vor ein paar Jahren, also 2003, glaube ich, wie dort die Saliera, ein Goldgefäß von Cellini, gestohlen wurde, auch ein Wert von 30 Millionen Euro. Also das passiert einfach. Man kann dem nicht sozusagen, man kann sehr viel machen, um es abzuwenden, man kann keinen hundertprozentigen Schutz. Deswegen gibt es auch, ich sag's mal, banal Versicherungen. Okay, ja, ich wollte gerade sagen, das ist dann Ihr Geschäft. Die große Frage ist ja tatsächlich, das wollte ich Sie auch fragen, Frau Rezepa-Zabel, kommt das zurück? Also werden diese Teile dann tatsächlich möglicherweise wieder jetzt auch dem Museum angeboten? Glauben Sie, man sieht sie wieder? Ich bin da optimistisch. Wie ich schon das Szenario so versuchte zu schildern, möglicherweise genießt es jemand für eine gewisse Weile. Die Saliera wurde auch für eine gewisse Weile tatsächlich von dem Dieb genossen. Der hat die Gunststunde genutzt. Das ist ein kleines Salzfass, muss man genau, wissen. Genau, im Kunsthistorischen Museum in Wien. Und ist über das Gerüst rein, weil er einfach gesehen hat, dass es ein leichtes ist. Offensichtlich gibt es einige Schwachstellen. Und findige, aufmerksame, potenzielle Diebe haben das entdeckt. Gehen rein, holen das Ding raus. Dann hat er versucht zu erpressen und dabei ist er gefasst worden. Das Ding kam zurück. Sie glauben also, Dresden wird seine... Ich denke, das kommt zurück. Aber wann würden Sie nicht sagen können? Ich würde sagen, spätestens eine Generation. Aber es kann doch so lange dauern. Eine Generation. Naja, eine Generation. Vielleicht ist es ein Mensch in einem erwachsenen Alter. Vielleicht hat er noch 20 Jahre. Okay, gut. Dann danke ich Ihnen einfach, dass Sie uns beide noch mal ins Bild gesetzt haben über diesen spektakulären Kunstraub. Hoffen mit Ihnen, dass wir die Stücke wiedersehen und schicken damit auch unsere Zuschauer mit etwas Hoffnungsschimmer in die Nacht. Herzlichen Dank, Frau Rezepa-Zabel. Herzlichen Dank, Herr Bartha.